grüße euch total recht herzlich hier beim Sondersender Ultra D Web TV. Es war einmal Star Wars, es war alles einmal vor Corona. Nun alles nach Corona. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Corona. Ich stehe jetzt hier vor einer Videowand bzw. einer Wand. Das Video ist weg. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Oben 4K ist weg. So. Ob ich diese Ecke umbauen werde, weiß ich noch nicht. Ich begrüße euch dennoch und frage mich, was wird geschehen nach Corona? Ich bekomme ja Tweets von der FDP, ich bekomme irgendwelche Sachen aus dem Bereich, dem Bereich, dem Bereich. Und ich frage mich jetzt, jeglicher Bereich, egal welcher Bereich, der digital abläuft, ist er wirklich tatsächlich echt? Ist das ein wirklich tatsächlich echter Beitrag? Stimmt das überhaupt? So, ich habe heute wieder mal für die ehemaligen, die heißen ja nicht mehr so, Querdenker, Sachen gemacht, wo drin steht, wie viel wirklich. Hier in Nordrhein-Westfalen sind 1,3% an irgendetwas erkrankt und so weiter und so fort. Also überwiegend sind hier in Deutschland, in den 16 Bundesländern, über 90% aller Menschen gesund. Der geringe Prozentsatz von 3% ist nicht überstiegen, der ist da, 3% ist immer etwas, 3% ist irgendwie immer erkrankt. Es ist noch nie wegen Krebs, wegen Diabetes, wegen AIDS oder andere Krankheiten sowas gemacht worden wie jetzt mit diesem Covid-19, Corona. Es ist keine Grippe. Es geht auf die Brust und die Brust verschleimt dann, ja, und das muss raus. Problem ist halt, dass der eine sagt, es könnte eine Lungenentzündung gewesen sein, es könnte eine Lungenentzündung sein und so weiter und so fort. Worauf ich jetzt hier hinaus möchte ist, ich möchte euch auf die nächste Sendung ein, also ich möchte die Sendung machen, ist richtig, ich habe Lust dazu, so. Dass ich angefeindet werde, das ist normal. Herr Liefers wird auch angefeindet, die anderen Schauspieler werden auch angefeindet. Das ist normal. Es ist normal, digital angefeindet zu werden. Das ist so, kann man nichts gegen machen. Es hat sich halt schwer geändert alles. Es ist halt nicht mehr das, was wir früher kannten. Ja, früher schaut man Film, man sprach über den Film, man sah Jacques Cousteau da, im, ich weiß schon gar nicht mehr wo, im ARD oder ZDF, ich glaube überwiegend ARD, weiß ich jetzt nicht mehr. Also jedenfalls Jacques Cousteau, dann Schimmick, das war ARD, das weiß ich noch. Ja. Dann sahen wir jeden Freitag, wie die Bilder laufen lernten. Buster Keaton, Charlie Chaplin, Dick und Doof und so weiter. Ja. Dann davor sah man auch noch Karl Valentin. Ich würde, keine Ahnung, was er wirklich hier sagen würde mit Frau Freitag. Beziehungsweise Frau Karscher, so hieß die, ne? Genau. Ja, ich wüsste auch nicht, was die wirklich tatsächlich, die alten Entertainer vor Corona, was die doch auf die Beine gebracht haben. Wie die Bilder laufen lernen, ja? Durch Herrn Edison, der das nach vorne, Cinematik und so weiter und so fort, haben wir so tolle Sachen bekommen vor dem, was jetzt ist. So, wir sind ja hier auch der Cobra 11 Club, ja, und wir mögen Cobra 11, wir mögen RTL, wir mögen die Schauspieler, alle, die mal da waren, jetzt noch da sind, ganz neu da sind, die vielleicht auch auf irgendeine Art wiederkommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Frauen gegangen, dass sie dann irgendwie beim Tatort irgendwie mitmachen wollten. Eine Zeit lang waren sie on air. Die andere hat gesungen, die Blonde, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, die Kommissarin, also den Vorgesetzten von Erdo gespielt hat, Semir Gerkan, Ben Jäger. Ja, auch wie gesagt, da ist Ruhe eingekehrt, ist klar, er kann ja keine Konzerte machen. Im ersten Corona-Jahr 2020 konnte man ihn wirklich tagtäglich bei Instagram, bei YouTube, bei überall sehen. Ich müsste das mal eingeben, was aus ihm geworden ist. Das ist plötzlich auch ruhig. Ich hatte heute wieder das Double da von jemandem,
Der hat auch Einladungskarten gemacht. Alles ist verschoben. Ja? Herr Walkes, Otto, hat heute seine Sache verschoben. Was er damit meint, weiß ich nicht, weil Ken Wiesel hat er ab, müsste er an sich auch kommen. Ken Wiesel müsste ja auch kommen, den er als Film. Das habe ich irgendwie nicht so verstanden, was er da jetzt meinte. Könnt ihr alles bei googeln, könnt ihr selber googeln, Herrn Walkes, dann seht ihr das ja. So, eine richtig neuartige Sendung machen. Vielleicht im Green Room, dass ich doppelt erscheine da, irgendwelche Sachen mache. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Also was sich machen lässt. Star Wars hat sich erledigt, das brauche ich gar nicht mehr vorführen. Ich brauche über Star Wars auch gar nicht mehr sprechen. Egal welche Figur. Die Figur Chewbacca ist nochmal reingekommen. Batterie ist leider alle. Er sagt nichts, er grunzt ja auch nur, wenn überhaupt. Aber die Batterie ist leider alle. Da haben zu viele schon drauf gedrückt oder die ist gesichert. Manchmal sind die auch gesichert, da ist da so ein Merkmal da drin. Aber diesmal, ich meine, er brummt ja auch nur. Ne? So. Ja, die anderen ist klar, die hängen hier. Also mir hat das unheimlich gut gefallen, muss ich einfach mal sagen. Könnte ich mir an sich heute nochmal anschauen. Ja? Die Force Destiny Geschichte. Könnte ich machen. So. Muss ich sehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es macht unheimlich viel Spaß mit euch. Es macht unheimlich viel Spaß über Cobra 11 mit euch sich auszutauschen. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt beenden, weil ich jetzt was zu tun habe. Und meine lieben Damen und Herren, macht's gut. Es freut mich sehr, mit euch irgendwas machen zu können. Frage lautet nur was, weil mit Covid-19, das ist so eine